Für viele Menschen ist der schönste Satz der Umsatz. Nun, wenn du jetzt gerade vor deinem Finanzplan stehst, sitzt und diesen fertigstellen musst für die Bank, fürs Arbeitsamt, fürs Jobcenter oder Investoren, nun, da wirst du an dem Umsatz nicht vorbeikommen und du bist eingeladen, einen Umsatzplan aufzustellen. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des X-Group-Instituts für Gründung, Finanzierung, Geschäftsentwicklung und wir helfen jedes Jahr eine ganze Reihe von Menschen dabei, ihren Finanzplan, ihren Umsatzplan abzubilden. Und häufig kriegen wir dann Finanzpläne, wo die Gründer, wo die Unternehmer sagen, ja, der ist schon fertig und wir gucken uns an und stellen fest, oh, bei der Bank geht der nicht durch, beim Arbeitsamt wird der nicht anerkannt und ich helfe dir heute mit diesem Tutorial dabei, diesen Umsatzplan so aufzubauen, dass er bankfertig ist, dass du ihn auch mit gutem Gewissen abgeben kannst. Nun, das erste wichtige Kriterium ist, dass dein Umsatzplan über 36 Monate abzubilden ist. Und ich betone 36 Monate und nicht 3 Jahre. Denn wenn du nur die Umsätze in einem 3-Jahres-Überblick abgibst, nun, dann hast du nur eine nette Zusammenfassung. Ich habe einen ungefähren Eindruck als Leser, aber ich weiß nicht, wie sich die Hochlaufphase entwickelt, also womit du beginnst und wie du endest. Und ich sehe vor allen Dingen nicht die saisonalen Schwankungen. Und solltest du tatsächlich schon deinen Umsatzplan abgebildet haben und der sieht so aus, nun, dann ist es genauso falsch wie ein Plan, der so aussieht oder der stufenförmig aus irgendwelchen Gründen immer pünktlich zu Silvester den Umsatz erhöht. Diese Szenarien sind als Umsatzplan völlig unzulässig und der kundige Leser wird sagen, hat er sich aus den Fingern gesogen, hat er sich ausgedacht, hat er sich schön gerechnet, aber mit der Realität, mit der Belastbarkeit dieser Umsatzplanung, nun, hat das nicht viel zu tun und du erhältst deswegen eine Ablehnung. Nun, wie sieht der richtige Umsatzplan aus? Wie sieht die richtige Umsatzplanentwicklung aus? Die schlechte Nachricht ist, und das weißt du, wenn du deinen Standort irgendwo öffnest, wenn du an den Markt gehst, es kann sehr wahrscheinlich sein, dass du im ersten Monat hier unten mit 0 Euro beginnst und dass dann die Umsatzentwicklung langsam hochgeht und auch irgendwelchen Schwankungen unterliegt, die du für deine Branche ermitteln solltest oder vielleicht schon kennst. Es kann also sein, dass sogar die ersten Monate überhaupt kein Umsatz kommt und du erst verspätet eine Umsatzerwartung hast. Und es kann sein, gerade hier zum Silvester, je nachdem, ob du ein Saisongeschäft hast, kann es sein, dass du im Sommer ein Hoch hast, im Winter ein Tief, im Sommer ein Hoch, im Winter ein Tief, dass es sich saisonal beispielsweise auch entwickeln kann. Und glaub mir, dass der Leser bei der Bank, in den Fördermittelinstituten und die Investoren, die Branchenkenntnis haben, wissen, wie die Schwankungen saisonal, wirtschaftsbedingt in deiner Branche ablaufen und werden daran erkennen, dass du es auch weißt, dass du also eine belastbare Planung aufgebaut hast, die realistisch ist. Nun, was ist der nächste große Fehler, der bei der Umsatzplanung gemacht wird? Viele vergessen, dass gerade im Service, im Dienstleistungsbereich, also in der Beratung, im Training, als Anwalt, als Steuerberater, als Buchhalter, im Marketing- und Designbereich gibt es etwas, was wir eine sogenannte Auslastungsgrenze nennen. Das bedeutet, du kannst zum Beispiel wie ich als Berater, kannst du 40, 50 Stunden die Woche arbeiten. Das macht vielleicht 200 Stunden im Monat. Nur ist es unwahrscheinlich, dass diese 200 Stunden auch fakturiert werden können, dass ich also 200 Stunden beim Kunde sitze, sondern in der Regel ist das nur zu 60% maximal der Fall, wenn du gut organisiert bist. Und diese Auslastungsgrenze, nun, wenn dein Umsatzplan darüber hinausgeht von der Umsatzplanung her, von der Anzahl der Beratungsstunden und du keine Lösung geschaffen hast, wie du mit diesen Auslastungsspitzen oder Überschreitung deiner Auslastungsgrenze gehst, also deine Kapazitäten sind erschöpft und du hast in deinem Umsatzplan keine zugehörigen Kapazitätenerweiterungen eingeplant. Also ich müsste neue Berater ins Team holen, Mitarbeiter reinholen oder ich müsste eine Angestellte mir in das Team hineinholen, die mich von der administrativen Aufgabe entlastet, dass ich nicht 60, sondern vielleicht 90% Auslastung habe. Wenn das fehlt, nun, dann wird dein Finanzplan auch verworfen. Nun, was sind noch weitere Fehler? Ein großer weiterer Fehler ist, dass wenn du beispielsweise jetzt keine Dienstleistung anbietest, sondern Produkte verkaufst, Gerichte verkaufst in der Gastronomie oder im Online-Shop beispielsweise auch Produkte verkaufst, dann ist es so, dass du je Verkauf auch entsprechend einen Wareneinsatz hast. Zugehörige Waren, beispielsweise Rohstoffe, die du verarbeitest, zu Speisen und Getränke. Und wenn diese Planung nicht proportional sich dann hier mitentwickelt, nun,
dann weiß auch der kundige Leser, dass du gar nicht weißt, wovon du sprichst. Du weißt also zum Beispiel nicht, wie lange die Lieferzeiten sind, wenn du aus China deinen Tee oder deine technischen Geräte bestellst. Denn meistens ist es so, dass diese Ware, die du heute verkaufen willst, dass du die vielleicht schon 4 bis 8 Wochen vorher in deinem Warenlager haben musst. Bei Amazon, im FBA, in deren großen Hallen oder bei dir zu Hause musst du das schon 4 bis 8 Wochen vorher bezahlt, bestellt haben, bis es dann bei dir ist, du es verpacken und verkaufen kannst, damit deine Bewertung im Internet nicht runtergeht. Also achte immer darauf, dass du nicht nur deine Umsatzplanung machst, sondern die zugehörigen variablen Kosten, verbundenen Kosten, Umsatzkosten auch mit einplanst und abbildest und dass du auch den entsprechenden Delay, dass du vorher schon 4 bis 8 Wochen bestellen musst, bevor du das ausliefern kannst deinen Kunden, dass das auch abgebildet ist in deiner Umsatzplanung. Ein weiterer wichtiger Fehler ist, dass dann hier irgendwo in deiner Umsatzplanung steht, ich habe einen Kunden und der bringt mir 4.000 Euro. Ist jetzt rechnerisch vielleicht richtig, aber die Wahrscheinlichkeit, dass das so genau eintritt und die Nachvollziehbarkeit, nun, beides ist relativ gering für den Leser. Deshalb ist es eher sinnvoll zu überlegen, ich habe in diesem Monat vielleicht einen Kunden und der beauftragt mich circa 20 Stunden und diese 20 Stunden, die werden dann fakturiert mit beispielsweise 200 Euro. Und daraus wird dann der Nettoumsatz von 4.000 Euro auch gebildet. Also habe auch Mut, das ein wenig besser aufzuschlüsseln, aufzudröseln, dass ich verstehen kann, wie sich dieser Auftrag, diese Einnahme, der Umsatz zusammensetzt. Und zweitens kann ich hier auch erkennen, wie hoch die Auslastung ist, die ich dann habe. Hier sind also schon mal 20 Stunden von meiner Kapazität weg. Ein weiterer großer Fehler bei der Umsatzplanung ist, dass die üblichen Branchenkennzahlen nicht berücksichtigt werden. Was bedeutet das? Wenn du eine Gastronomie aufbaust und du hast dort 10 Tische und du gehst davon aus, dass vom 1. bis zum letzten Tag im Jahr alle 10 Tische von Beginn der Öffnungszeiten 10 Uhr bis zum Schließen 22 Uhr alle 10 Tische immer komplett ausgelastet sind und du fakturierst das nun, dann weiß der Leser schon, dass das eine Hoffnung ist, aber mit der Realität nichts zu tun hat. Denn es gibt für jede Branche gibt es Branchenkennzahlen, zum Beispiel von der Volksbank die Branchenbriefe. Und für jede Branche gibt es auch sogenannte Auslastungsquoten. Was bedeutet, dass die Tische eben nicht zu 100% ausgelastet sind, sondern vielleicht nur im Durchschnitt 50%, 30%, 70%. Je nach Lage und nach Uhrzeit, nach Öffnungszeit und Zielgruppe hast du unterschiedliche Auslastungsquoten. Und die sollten deiner Umsatzplanung auch zugrunde liegen, dass du sagst, am Standort mit dem Zuschauer-Passantenverkehr in dem Größenordnungsbereich und in dem Einzugsgebiet rechnest du mit so und so viel Kunden pro Stunde, was einer Auslastungsquote aller vorhandenen Kapazitäten von 44% entspricht, was in der Branche Standort XY Kennzahlen dort auch abgebildet ist. Also das heißt also, achte darauf, dass du hier realistische Zahlen einbringst, die du entweder aus eigenen Erfahrungen schon hast, weil du schon die Branchenerfahrung hast, oder du besorgst dir das über veröffentlichte Dokumentationen und Studien, wo die Auslastungsquoten abgebildet sind. Weiterhin ist es wichtig, dass du in deiner Umsatzplanung mehrere Szenarien abbildest. Ich empfehle mindestens 3. Das ist dein normaler Plan, das sogenannte Management-Szenario, wo du es so läuft, wie du es vorstellst, nicht zu gut, nicht zu schlecht. Und von diesem normalen Management-Style gibt es noch 2 Abweichungen. Eine Abweichung ist dein Worst-Case und die andere Abweichung ist dein Best-Case. Warum ist das so wichtig? Denn wenn du nur den Best Case annimmst und den durchfinanzierst, nun, dann wirst du den Management-Style, den mittleren Teil, nicht überleben. Wenn du aber auch nur den Management-Style, also das durchfinanzierst mit einer Betriebsmittelreserve, wovon du ausgehst, dass es ungefähr so klappen könnte, aber es kommt der Worst Case-Style, dann wirst du im Worst Case-Style auch insolvent sein, zahlungsunfähig sein. Deshalb ist es empfehlenswert, sicherlich von dem Management-Style auszugehen, aber den Worst-Case-Style auch abzubilden und sicherzustellen, dass der durchfinanziert ist, dass am Anfang die Betriebsmittelreserve zum Beispiel größer ist oder du andere Vorschläge hast zur Risikoabwendung und Überwindung. Zusammengefasst ist also dieses Szenario eine gute Vorbereitung für den üblichen Unternehmensberaterspruch, der da heißt, der Umsatz, der kommt immer 6 Monate später, als du ihn geplant hast und dann kommt er zur Hälfte. Nun, jetzt kommen wir zu dem i-Tüpfelchen, zum Sahnehäubchen auf deiner Umsatzplanung. Und
Diesen Schluss, diese Kopplung machen die wenigsten Finanzplanhersteller, nämlich zur Verursachung. Das bedeutet, woher kommen die Schlagzahlen, die Kundenzahlen, die Kennzahlen, die du in deinem Umsatzplan hineingefügt hast? Also was ist die Beweisführung? Und die Beweisführung, die hat mit der Finanzplanung, mit der Umsatzplanung nicht mehr viel zu tun, sondern in dem Betriebsfunnel, in dem Prozess, der davor angesetzt ist. Nur das ist der Sales-Funnel, davor ist es der Marketing- und der Kunden-, der Lead-Gewinnungsfunnel, deine Reichweite, die du erzeugst. Die Frage ist also, mit welchen Marketingmaßnahmen möchtest du sicherstellen, möchtest du abbilden, dass diese Umsatzzahlen auch mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit generiert werden? Ich gebe dir mal ein Beispiel. Wenn ich einen Kunden in meinem Beratungsgeschäft finden will, nun, dann könnte es sein, dass ich mit 10 Menschen sprechen muss, ich einen Vortrag halte vor 20 oder 30 Leuten, dann habe ich 3 Interessenten. Und von diesen 3 Interessenten wiederum wird einer Kunde. Ich kann aber genauso gut eine Werbeanzeige bei Google Ads schalten. Für 300 Euro habe ich 10 Interessenten und einer wird Kunde. Ich kann auch mein Ladengeschäft aufmachen, draußen Werbung machen, 100 Leute gehen vorbei, 3 kommen rein, einer wird Kunde. Es gibt also für betriebswirtschaftliche Planung eines Unternehmens und auch der Umsätze gibt es immer Quoten und Kennzahlen. Solange du die nicht kennst, wird es für dich unsicher sein. Da wird es für dich ein Rätselspiel zu sein, deine Umsätze zu planen. Deshalb lade ich dich also auch ein, die Quoten zu ermitteln, dich mit Marketingleuten zusammensetzen, die dir sagen können, welchen Traffic brauchst du auf deiner Webseite? Welche Conversion Quotes kannst du dann generieren? Wie kannst du es verbessern? Wo kannst du dir vielleicht Leads einkaufen? Oder wo kannst du Vorträge halten, Netzwerke bauen, wo du auch Zuführung an Leads, an Kunden bekommst? Und wenn du dann einen Finanzplan aufbaust, der in der Regel mehr Zahlen generiert als dein Umsatzplan, der also oberhalb deiner Umsatzplanung für Schlagzahlen sorgt und du sagst, aufgrund der Maßnahme XYZ habe ich es geschafft, eine Reichweite von 1000 Menschen beispielsweise am Tag zu generieren, woraus dann 100 eine Anfrage stellen, also zum Lead konvertieren, die dann Interesse zeigen. Und von diesen 100 wiederum werden letztendlich 10 Kunden am Tag einkaufen. Wenn du so einen Finanzplan aufbaust mit einem Umsatzplan, der gekoppelt ist am Marketingplan, nun, und die Zahlen sind überprüfbar und entsprechend der Wahrheit. Da wird der Banker sagen, der hat Ahnung. Der Investor wird sagen, da investiere ich mein Geld und beim Arbeitsamt bekommst du deinen Gründungszuschuss. Wenn du nun Unterstützung brauchst, deinen Umsatzplan, deinen Ertrag, deine Erfolgsplanung, das heißt die Einnahmen in Verbindung gebracht mit den Kosten, Steuern und sonstigen Kosten und Liquiditätsverschiebungen, wenn du Interesse hast, dass wir dich dabei unterstützen, kannst du jetzt gerne den Gutschein einlösen für ein kostenfreies Erstgespräch. Gerne aber auch kannst du unseren Kanal abonnieren oder weiterempfehlen. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du dieses Video zu Ende geschaut hast. Gerne darfst du diesen Kanal abonnieren oder auch weiterempfehlen. Möchtest du gerne ein Erstgespräch haben, um deine Fragen zur Gründung, Finanzierung oder beruflichen Entwicklung zu klären, so findest du hier auf dieser Seite einen Gutschein. Mit diesem kannst du ein kostenfreies Erstgespräch vereinbaren, 45 Minuten an der Dauer, entweder in Berlin, in meiner Beratungspraxis oder auch gerne am Telefon. Bis zum nächsten Mal.